Hi zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich zeige euch heute mal wieder eine neue Modellage mit Acryl und ich habe die Nägel komplett vorbereitet, wie es sich gehört. Ich habe auch einen Dehydrator und einen Primer aufgetragen, die Schablone angesetzt und wir beginnen auch direkt. Produkte findet ihr wieder in der Infobox. Ich mixe hier wieder ein paar Sachen und ja, ich beginne dann jetzt mit dem Babyboomer und zwar trage ich erstmal ein bisschen Powder auf, um sozusagen einen kleinen Übergang zur Schablone zu schaffen, damit ich nicht so eine hohe Kante zum Naturnagel habe und das lasse ich so ein kleines bisschen auslaufen und ja, anschließend mache ich dann mit meinem weißen Powder weiter vorab. Ich mische mir das immer selbst. Ich nehme einfach ja im Verhältnis 2 zu 1 zwei Teile Clear Powder und ein Teil weißes Powder. Das ist jetzt mein Geschmack, so gefällt mir die Farbe ganz gut. Ihr könnt natürlich das Ganze auch noch softer machen oder noch stärker, je nachdem wie ihr das mögt. Ich finde das so optimal, so mögen meine Kunden das auch ganz gerne. Und ihr seht, ich nehme hier ein Bällchen, das ist jetzt relativ nass, damit ich es gleich verstreichen kann. Und ich schiebe es erstmal vorsichtig nach rechts und links. Ungefähr die Länge, die ich arbeiten möchte. Ich arbeite aber auch recht zügig, damit ich es jetzt zum Nagelbett hin noch verstreichen kann. Ich habe auch noch ein bisschen Liquid im Pinsel, einfach damit man diesen schönen Übergang machen kann. Was ja ein Babyboomer letztendlich ausmacht, dass man so einen zarten Übergang hat vom French zum zum Nagelbett hin und dann schiebe ich mir das freie Nagelende wieder ein bisschen zurecht, damit das Ganze schon mal so die Form hat und das ist dann sozusagen der erste Schritt. Ich, ja, ihr seht das hier, ich kürze das Ganze so ein bisschen und drücke mir das Ganze schon zurecht, damit ich später auch nicht mehr so viel feilen muss. Wenn ihr das Weiß schön verblendet, könnt ihr natürlich jetzt einfach Clear oder Rosé Powder nehmen. Ich mache das am liebsten mit Make-up Powder. Dieses hier ist jetzt ein Shimmer Powder von Tailored Nails, finde ich sehr, sehr hübsch. Gerade für die Mädels, die schlichte Nägel wollen, aber trotzdem so einen gewissen Glamour, da nehme ich das gerne, weil es einfach sehr schön glänzt. Und ja, ich trage das hinten am Nagelball auf und streiche mir das vorsichtig nach vorne. Und dann habt ihr diesen Übergang zum Weiß sehr schön verblendet und das sieht dann einfach sehr, sehr zart aus. Wenn ihr ein bisschen zu wenig habt, dann könnt ihr nochmal was nachnehmen. Und ich streiche mir das Ganze einfach schon sehr schön glatt, damit ich nicht so viel feilen muss und natürlich soll der Stresspunkt schön verstärkt werden und die Nägel sollen aber gleichzeitig auch nicht zu dick werden und dann lasse ich die Nägel ja nicht aushärten, aber zumindest anhärten, damit ich pinschen kann. Pinschen tue ich immer bei einer neuen Modellage und dann sieht der Nagel auch gleich viel, viel schmaler aus und bekommt einfach eine schönere Form und ist auch gleichzeitig etwas stabiler. Die Nägel habe ich schon gefeilt, also die Form ist so ein Mittelding zwischen eckig und rund. Also ich habe oft Kunden, die wollen weder das eine noch das andere, deswegen habe ich die Seitenlinien jetzt so ein bisschen hochgefeilt und den Nagel so, ja, ganz leicht abgerundet. Und hier verwende ich jetzt einfach noch ein paar Sticker, die gefallen mir sehr, sehr gut, kann ich euch auch unten einmal verlinken. Ich finde es einfach schön, dass die so gold umrandet sind und ja, die lege ich jetzt einfach auf, da wo ich sie haben möchte und anschließend muss ich die Nägel eigentlich nur noch versiegeln, wenn ich kein weiteres Design möchte und bin dann auch schon fertig. Ich versiegel hier die Nägel jetzt mit einem Versiegler mit Schwitzschicht. Das ist einer von Maxi Nails, das ist der High Gloss Lilac. Den kann ich euch auch mal verlinken, ist im Moment ein Favorit von mir, weil er sich sehr schön auftragen lässt und auch wirklich sehr, sehr schön glänzt, auch schon nach 2 Minuten, aber ich lasse den meistens so 3 Minuten unter der UV-Lampe aushärten. Danach cleanert ihr ganz normal die Nägel, also ich lasse die dann immer kurz abkühlen, nachdem sie ausgehärtet sind. Und dann könnt ihr die Schwitzschicht mit Cleaner und einer Zillette entfernen und dann könnt ihr mit Nagelöl die Nägel nochmal ein bisschen aufpolieren und natürlich auch die Nagelhaut damit pflegen.
Und erst nach dem Versiegeln kommt der Schimmer so richtig zur Geltung. Sieht total edel aus, meine Kunden lieben es. Und Babyboomer sowieso, hier könnt ihr das Ergebnis nochmal sehen. Ich mache eigentlich jeden Tag Babyboomer und Fullcover im Studio. Und ich brauche für so eine Neumodellage maximal 1,5 Stunden. Also es geht wirklich sehr schnell, sieht schön aus und meine Kunden sind glücklich, was will man mehr? Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr nähere Informationen wollt, dann schaut in die Infobox. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, ciao!